der Geschichte haben viele das Grün unterschätzt. Darin war Brainiac nicht anders als Superman oder Batman. Sie dachten, sie könnten die Natur verbessern. Sie lagen falsch. Die Erde gehörte dem Grün, Äonen bevor Tiere entstanden. Nun erinnern Bäume und Pflanzen die Tiere daran, auf wessen Planeten sie leben. Bei der nächsten Krise wird sich die Natur selbst schützen. Ich stehe auf der Seite des Grüns und auch nur.